Hallo zusammen, Thomas hier. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Zumindest für alle von euch, die mit der Nikon Z6 oder mit der Nikon Z7 filmen oder filmen wollen. Denn seit heute, dem 17. Dezember 2019, ist das lange angekündigte und lange erwartete ProRes Upgrade für die Nikon Z6 und die Nikon Z7 verfügbar. Ich habe vor einer ganzen Reihe von Wochen, als ich meine beiden Nikon D800 Kameras zu Nikon gebracht habe, um den letzten Check machen zu lassen, um sie guten Gewissens auch verkaufen zu können, habe ich einen Nikon-Mitarbeiter, den ich getroffen hatte, gefragt, wann kommt denn jetzt das Nikon ProRes RAW Upgrade? Und der sagte, so ganz genau weiß das nicht, aber das sei Fakt, definitiv noch in diesem Jahr. Nur gut, das Jahr ist jetzt bald zu Ende, aber immerhin, wir haben den 17. Dezember und dementsprechend hat er das Versprechen und hat seine Zusage auf jeden Fall, konnte er einhalten. Und ich habe heute Morgen, und seitdem gucke ich immer wieder mal auf den Webseiten, auf der deutschen Webseite habe ich zunächst nichts gefunden, so heute Morgen kurz nach 6. Und ich habe dann nochmal auf der US-amerikanischen Seite geguckt und da stand es denn dann schon. Denn die US-amerikanische Webseite ist oft ein bisschen aktueller, oft ein bisschen auskunftsfreudiger als die deutsche. Und wenn wir uns das Ganze angucken, das hat man schön optisch bunt gemacht, ist zwar nicht weiter wichtig, wenn wir uns die deutsche Seite beispielsweise dazu angucken. Und da steht im Grunde das in Text, was hier auf der US-amerikanischen Seite ein bisschen gefälliger in bunt daherkommt. Machen wir es mal ein bisschen kleiner, dann kriegen wir auch alles drauf. So, alles, was wir wissen müssen. Also, und das, was wir hier sehen, ist das, was auch zu erwarten war, was Nikon noch angekündigt hat, dass das Nikon ProRes RAW Upgrade einen gewissen Betrag kosten wird. Und der Betrag, und das war auch so eine Größe, mit der konnte man rechnen, wird dann kosten in Deutschland 199 Euro. Ganz wichtig, das ProRes RAW Upgrade wird nicht per se in Kamera verfügbar sein, sondern ihr braucht, das war aber auch schon lange klar und lange angekündigt, ihr braucht auf jeden Fall den Atomos Ninja 5 als Videorekorder, der dann in Verbindung mit der Nikon Z6 oder Z7 das Format so aufzeichnen kann. Alle diejenigen von euch, die das Essential Filmmakers Kit gekauft haben, in Verbindung mit der Z6 gibt es das, und noch entsprechend Zubehör, Gimbal, den Ninja 5 und Akkus und was man alles dazu braucht. Die brauchen nichts für das Upgrade bezahlen. Ihr bekommt das kostenlos. Ihr müsst also nur eure Kamera einschicken zu Nikon oder einem der Nikon Service Points und oder zu Nikon in Ratingen selber bringen. Die entscheidende Frage mit ProRes RAW ist natürlich, braucht man das denn? Also ob man es braucht, ist natürlich immer die Frage. Ich würde es auf jeden Fall jedem, der möglichst hochwertiges Filmmaterial produzieren möchte, einen guten und hohen Qualitätsanspruch auch an sein Filmmaterial hat, auf jeden Fall empfehlen. Denn, ganz einfach gesprochen, ProRes RAW bietet allen, die filmen, etwas Vergleichbares wie das RAW-Format beim Fotografieren. Das heißt, wir holen die maximal mögliche Bildqualität, Videobildqualität dann auch aus dem Sensor in Richtung Filmmaterial raus. Denn das ist vergleichbar dem H264er Format beim Filmen gegenüber RAW, ProRes RAW, wie JPEG zu RAW beim Fotografieren. Ganz grob, so kann man es vergleichen. Das heißt, die Farbtreue ist wesentlich höher, die Farbtiefe ist wesentlich besser, der Dynamikumfang ist wesentlich höher. Und etwas, was im Übrigen in diesen ganzen Marketingfolien vollkommen fehlt, was ich aber selber sehr wichtig finde, der Videoschnitt wird viel leichter. Auf der einen Seite klar, da natürlich die Kompression, die Komprimierung um wesentlich geringer sein wird als bei dem H264er Format beispielsweise, haben wir deutlich größeres Datenvolumen, was wir natürlich dann mit ProRes RAW haben. Das heißt, die Videodaten werden wesentlich größer. Aber das führt natürlich dazu, dass wir durch die deutlich geringere Komprimierung wesentlich weniger Aufwand haben für die Videoschnittsoftware, dass sie ja dauerhaft zur Laufzeit die Bilder dekodieren muss. Und alleine, wenn ihr schon mal mit weniger komprimiertem Videomaterial gearbeitet habt, wie ProRes, es gibt ja nicht nur ProRes RAW, sondern auch andere ProRes-Codecs oder auch mit DNxHR, dann werdet ihr die Erfahrung gemacht haben, das geht wesentlich weicher, im Idealfall sogar butterweich, dass man wirklich ganz sauber und ganz exakt mit dem Filmmaterial arbeiten kann. Ich war jetzt zum Beispiel auch in letzter Zeit schon häufiger dabei, mir zu überlegen, mir vielleicht eine neue Workstation zu kaufen, weil gerade wenn ich da mit dem H264er Material, was man eben so standardmäßig in Kamera aufzeichnen kann, mit den meisten Systemkameras beispielsweise oder auch mit einer ganzen Reihe von Spiegelreflexkameras,
Das macht nicht wirklich Spaß, das ist echt nervig. Gerade wenn man viel schneidet und auch dann die Timeline andauernd hin und her bewegt, hin und her bewegen muss, dann dauert es jedes Mal wieder eine gewisse Zeit, bis dann eben die einzelnen Frames sauber aufgebaut sind und bis man dann damit arbeiten kann. Und das kann wirklich ziemlich nervig sein. Das macht auf Dauer auch keinen Spaß und das ist, ja, wie gesagt, macht keinen Spaß. Und dementsprechend war ich dann in letzter Zeit schon häufig dabei, mir zu überlegen, wie gesagt, neue Hardware zu kaufen, was also dann den Computer anging. Aber seitdem ich jetzt den Ninja 5 auch in Verbindung mit den Nikon-Kameras gekauft habe und ihn auch in Verbindung mit der Lumix GH5, die ich jetzt im Übrigen Film mal wieder benutze, habe ich also keinen Bedarf mehr, mir eine neue Workstation zu kaufen. Also da war die Investition in den Ninja 5 in Verbindung mit den Kameras deutlich günstiger, oder zumindest in den Ninja 5 deutlich günstiger als eine neue Workstation. Denn seitdem kann ich also den Videoschnitt, der geht der Videoschnitt wesentlich weicher, wesentlich smoother und ich habe also überhaupt keine Performance-Probleme mehr, weil eben, wie gesagt, das Dekomprimieren nicht mehr in diesem Maße stattfinden muss. Ich habe ja einen Titel angekündigt, Nikon dreht auf, und es gibt noch einen anderen Aspekt, der für mich dazugehört, und das ist das Thema Firmware-Upgrade bzw. die Firmware-Politik, die Nikon einmal in den letzten Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, betrieben hat und die sie offensichtlich jetzt im letzten Jahr in Verbindung mit den neuen Kameras an den Tag legt. Denn wenn ich das vergleiche, was die Firmware-Upgrades angeht, die ich mit meinen bisherigen Nikon-Kameras von der Nikon D2X vor weit über 10 Jahren bis zuletzt zu den Nikon D800-Kameras hatte, da gab es in Summe für mich gefühlt weniger Firmware-Upgrades, als es jetzt allein im letzten Jahr für die Nikon Z6 und die Nikon Z7 gab. Und das nicht, weil die neuen Kameras deutlich fehlerbehafteter sind, sondern weil man vor allen Dingen etwas tut, was man in der Vergangenheit überhaupt nie getan hat bei Nikon, dass man für bestehende Kameras, die man also schon eine ganze Weile kaufen kann, dass man funktionale Upgrades nachlegt. Also, dass man neue Funktionen den Kameras spendiert, ohne dass man dem Filmer oder dem Fotografen nahelegt, mal sich dann dafür doch bitte schön gleich mal eine neue Kamera kaufen zu müssen. Also da hat sich bei Nikon wirklich eine ganze Menge geändert. Wenn man defätistisch sein wollte, könnte man sagen, ja, so toll ist das ja nun gar nicht mit den Firmware-Upgrades, denn eigentlich macht ja Nikon da nichts anderes, als etwas nachzulegen, was die Kameras ja letztes Jahr schon eigentlich hätten haben müssen, um überhaupt einigermaßen konkurrenzfähig zu sein. Denn was hat Nikon gemacht? Man hat einen Augenautofokus nachgelegt. Man hat, ist vielleicht keine große Sache, aber es läppert sich irgendwann auch. Man hat hier für den Einstellring, ehemals reiner Blendenring, hat man jetzt einen Einstellring und man hat da die Möglichkeit durch ein Firmware-Upgrade nachgeliefert, dass man jetzt auch die Sensorempfindlichkeit über den Einstellring steuern kann, wenn man das denn gerne möchte. Aktuell mit dem Firmware-Upgrade 2.0, das auch notwendig ist als Vorbereitung für das Hardware-Upgrade für ProRes RAW, hat man jetzt auch die auch schon länger angekündigte Unterstützung eingeführt für CF-Express-Karten von Sony Typ B, sodass ihr also jetzt nicht mehr nur die XQD-Karten verwenden könnt für die Z6, Z7 beispielsweise, sondern auch, dass ihr jetzt die CF-Express-Karten von Sony Typ B benutzen könnt. Preislich macht das momentan noch keinen großen Unterschied, aber es sieht wohl so aus, dass sich das CF-Express-Format eher durchsetzen wird als das XQD-Format. Scheint wohl eine breitere Unterstützung zu haben und dementsprechend ist es natürlich gut, dass man dann entsprechende Karten auch für die Nikon-Kameras verwenden kann, wenngleich eben, wie gesagt, es noch nicht unbedingt preislich sich attraktiver darstellt. Mag ja noch kommen, wir werden sehen. Und natürlich dann eben letztendlich auch das ProRes RAW Upgrade. Also das sind alles Dinge, sowas hätte Nikon nie getan. Wie gesagt, man kann es so sehen, dass man sagt, naja, jetzt sind die Kameras eigentlich erst aus dem Beta-Stadium raus und jetzt sind sie auf einem Niveau, das sie eigentlich letztes Jahr schon hätten haben sollen. Nur hat es wahrscheinlich Nikon in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit nicht hingebracht, das eben letztes Jahr schon komplett einzubauen. Man kann es aber auch positiv sehen. Welche Variante man sich da aussucht, ist jedem selbst überlassen, dass Nikon offenbar, sicherlich aufgrund der aktuellen Marktsituation und dem Druck, der damit verbunden ist, sich entschieden hat, kundenfreundlicher zu werden. Denn, ich habe es gerade gesagt, mit den aktuellen Firmware-Upgrades, die nicht nur Fehler beheben, das gehört natürlich auch dazu, sondern aber auch funktionale oder Funktionen nachliefern, auch durchaus bemerkenswerte Funktionen, dass man das in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich nie gemacht hat, scheint man also jetzt dem Kunden etwas näher kommen zu wollen, um kundenfreundlicher zu werden, um dem Kunden auch für seine bestehenden Kameras einen Grund zu liefern, auch damit durchaus gerne und weiter zu fotografieren. Denn wir alle wissen, dass die Kamerahersteller alle große Probleme haben und Nikon auch, nicht
gerade was die Imaging-Sparte, also die ganze Kamerasparte angeht, nicht besonders rund läuft. Und Nikon hat im Prinzip ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt den Laden ein, macht den Laden zu und sagt, nee, es hat gar keinen Zweck, wir werden da sowieso nicht mehr genug Geld mitverdienen. Oder man tritt die Flucht nach vorne an und wird schlicht und ergreifend besser. Denn Nikon hat ja das große Problem, dass sie an allen Ecken und Enden von Sony überall überholt werden. Und wenn man weiter Kameras und Objektive am Markt platzieren will und damit sogar auch langfristig wieder Geld verdienen will, dann muss man sicherlich irgendwas ändern. Und ich finde, der sinnvollste Weg ist, kundenfreundlicher zu werden. Dass man also dann wirklich auch dem Kunden, der die Kameras kauft, dann dauerhaft, nicht nur mit dem einmaligen Kauf der Kamera, sondern dauerhaft Mehrwert liefert. Und das scheint zumindest im Moment bei Nikon der Fall zu sein. Wie sich das weiterentwickelt, wir werden sehen. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW TV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.